Corona-Impfung in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit ist deswegen wichtig, weil die Schwangerschaft per se eine Reduzierung der Immuntätigkeit, also die Tätigkeit unseres Abwehrsystems bedeutet und die Risiken durch die Erkrankung wesentlich schlimmer ausfallen als für Nichtschwangere. Am Anfang hat die Ständige Impfkommission die Empfehlung noch nicht ausgesprochen, weil es noch zu wenig Daten gab bei der Covid-Erkrankung und auch bei der Covid-Impfung in der Schwangerschaft und auch in der Stillzeit. Und dann sind die Daten sozusagen lesbar gewesen, auswertbar gewesen und die STIKO hat im September dann die Empfehlung für die Impfung in der Schwangerschaft und in der Stillzeit gegeben. Die Schwangerschaft ist eine Lebensphase der Frau, wo das Immunsystem heruntergefahren ist und damit ein höheres Risiko für die Erkrankungen bestehen, zum Beispiel Grippeerkrankungen, Corona-Erkrankungen. Und in dem Moment, wenn die Möglichkeit besteht, schützende Antikörper durch die Mutter bilden zu können, würde man mit einer Impfung diesen Prozess unterstützen können. Das wäre also etwa ab dem zweiten Trimenon, ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft. Wenn man sich für eine Schwangerschaft entscheidet, dann ist es so, dass man ganz bewusst verschiedene Dinge sozusagen anders gestaltet und auch die Frage, wann impfe ich was, vorher gestellt wird. Wenn man weiß, dass aber ein Drittel der Schwangerschaften ungeplant ist, dann kann man natürlich eine Impfung abstandsmäßig gar nicht einplanen. Das heißt, letztendlich kann man keine definierten Tage oder Wochen festlegen und es ist bei diesem Impfstoff auch nicht notwendig. Selbst eine Impfung, die einen Tag vor Entstehen der Schwangerschaft gegeben wird, ist sicher und schadet nicht. Die Abstände zwischen den Impfungen sind ja in der Empfehlung vorgegeben und man würde in der Schwangerschaft einfach noch ein kleines bisschen die zweite Impfung nach hinten verschieben können, dass man in etwa so in der 13. Schwangerschaftswoche landet. Bei Kinderwunschplanung ist es nicht notwendig, Abstände zu Impfungen einzuhalten. Im Gegenteil, es ist empfohlen, im Vorfeld schon die Corona-Impfung machen zu lassen. In der Schwangerschaft ist es so, dass die gebildeten Antikörper im Mutterleib die Mutter schützen und damit, weil sie über den Mutterkuchen übertragen werden, auch das Kind. Während der Schwangerschaft und das Kind nimmt diesen Schutz mit auf die ersten Lebensmonate. Während der Stillzeit geimpfte Mütter haben den größeren Schutz natürlich für sich selber die Antikörperbildung erreicht, aber durch die Muttermilch weniger das Kind. Dazu werden jetzt im Prinzip auch noch Studien auszuwerten sein und wir werden auch dazu neue Erkenntnisse noch finden. Medikamente in der Schwangerschaft generell, zum Beispiel gegen Schmerzen oder gegen Kopf- und Gliederschmerzen, gegen Fieber, sind in der Schwangerschaft lediglich zum Beispiel mit Paracetamol möglich. Die Möglichkeit zu Frühgeburten, Fehlgeburten, Totgeburten ist durch die Impfung nicht erhöht. Ganz im Gegenteil wissen wir, dass die ungeimpfte Schwangere ein höheres Risiko hat, wenn sie an der Erkrankung sozusagen den Erreger aufnimmt und erkrankt. Das ist vielfach bewiesen. Die Impfung erfolgt generell für alle Menschen mit der ärztlichen Beratung, nachdem man natürlich auch Aufklärungsblätter lesen kann und sollte. Aber das ärztliche Gespräch ist für alle, also auch für die Schwangere, auch für die Stillende, obligatorisch. Die Möglichkeit der Auffrischimpfung, der Boosterimpfung wird ja jetzt seit knapp einem Monat empfohlen.
Und dieses ist auch für die Schwangere und auch für die stillende Frau möglich. Das heißt, nach einem Abstand von 6 Monaten nach der letzten Corona-Impfung ist also auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit die Auffrischimpfung möglich.